Heute können wir uns eigene Pancakes machen. Yeah. Waffeln und Toast auf Plastik. Auf Plastik. So, wieder on the way. Wir haben vor ein paar Tagen einen Tipp bekommen von ein paar Einheimischen. Das ist zwar jetzt ein bisschen weit weg von da, wo wir sind, aber wir wollten ja eh mal in die Richtung. Das sind roundabout 420 Kilometer. Lange Fahrt. Fetter LKW. Das sind rund 420 Kilometer. Die haben uns einen Point gesetzt auf unsere Karte und da haben die gemeint, sollen wir hinfahren? Denn da ist viel Land und da soll es viele Autos geben. Das heißt, erstmal viel fahren, ne? So, ich weiß nicht, ob ihr es beim letzten Video gesehen habt, wo ich mit dem Pickup unterwegs war, wo ich mal rumgefilmt habe, da haben wir so ein Yard gesehen. Und da sind wir jetzt mal. Wir haben den Besitzer angerufen. Sitzen jetzt noch im Auto und warten. Der kommt gleich raus und dann können wir hier mal durchlaufen und schauen, vielleicht gibt es da ja was. So, wir dürfen hier durchlaufen. Das ist kein Junkyard, sondern es ist wieder ein Sammler. Ich auf die Suche nach Schlangen. Katze, such Schlangen. Ja, such sie. Denn hier gibt es nämlich Schlangen, muss man aufpassen. Der hat hier einige Square Buddies, die mag ich ja, wisst ihr ja. Und einige da, aber auch vieles, wo halt einfach auch irgendwas fehlt. Wir haben vorne einen gefunden, den zeige ich euch später. Dann nochmal Square Buddy. Wenn es was wird, melde ich mich. Ich liebe ja diese Traktoren. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die so crazy. Mit dem einen Rad davon, das hört sich bestimmt lustig. So, hier haben wir einen gefunden. Das ist ein C10. Hier hat er eine Delle, aber die kriegt man rausgedrückt. Ansonsten sieht er richtig straight aus. Und auch vom Blechzustand, ihr seht es hier, sieht er richtig gut aus. Den wollte er eigentlich nicht abgeben. Das ist eins von den Fahrzeugen gewesen, wo er gesagt hat, nee, eigentlich nicht, weil die Kabine noch so richtig gut ist. Aber den konnte ich ihm jetzt trotzdem abschwätzen. Die Reifen brauchen Luft, aber er soll fahren. Er soll fahren, er ist vor kurzem noch damit gefahren. Und Motor und Getriebe sollen sauber laufen. Den nehmen wir mit. Leider können wir da keine genaue Beschreibungsvideo machen, weil der hier richtig blöd drin steht. Sozusagen kaufen wir den so richtig blind, aber das passt trotzdem. Oh, ja, man sieht es hier. Da steht auch ein Schild Private Priority. Das sieht halt aus, ich sehe es ja jetzt von außen, wie ein Schrottplatz. Aber es war kein Schrottplatz, es war einfach nur ein Sammler. Aber wir haben den einen Pickup bekommen. Leider können wir da keine großen Bilder und Videos jetzt davon machen, weil der halt noch eingepfercht drin steht. Aber den haben wir gekauft, den nehmen wir mit nach Deutschland. Das ist ein Two-Tone Pickup, zweifarbig, Originallack, Originalmotor, komplett original, in einem guten Blechzustand. Die Technik konnten wir nicht überprüfen, aber laut Besitzer funktioniert die auch 1A. Das können wir halt leider erst in Deutschland nachprüfen. Dementsprechend können wir das Fahrzeug jetzt nicht so anbieten wie die anderen Fahrzeuge. Aber wenn jemand trotzdem vorher Interesse dran hat, kann er sich gerne bei uns melden. Oh, ich habe den Pickup gerade hier gesehen, habe gedacht, komm, da halten wir mal an. Aber der ist nicht zu verkaufen, hier ist eine Werkstatt. Und dann haben wir denen erzählt, was wir so machen. Und jetzt sind die so heiß drauf, da ein bisschen Geld zu verdienen. Die machen sich jetzt hier in der Gegend kundig, weil die kennen viele Leute, die all das Zeug haben und machen sich jetzt ein bisschen kundig. Und würden sich dann eventuell bei uns melden mit coole Sachen. Mal gespannt, was dabei rauskommt. Schauen wir mal.
Wir haben uns gerade einen Pickup angeschaut, ein F-150 Extended, also 1,5 Kabiner und Shortbed. Somit genauso groß wie ein normaler Longbed, das heißt, der passt in eine normale Garage rein. Ganz lustig, ist ein 86er mit einem 5,8 Liter V8, vorab erstmal. Wo wir dann dort waren, des Fahrzeugs außen, Lackbild super, also vom Blech auch sehr gut. Technisch verdammt viel gemacht, Bremsleitung neu, Reifen neu, Stoßdämpfer neu, Lichtmaschine neu, Riemen neu, Spannrolle neu, Anlasser kommt jetzt neu, weil der gute Junge beim Starten, also ich war im Motorraum oder am Motorraum zum Hören den Sound beim Starten, wenn der Motor kalt ist, ob er irgendwie komische Geräusche macht. Der Junge sitzt drin, startet den Motor. Ich denke mir, das ist ein leichtes Hinterhersummen. Und du wirst ja hören, bei ein bisschen Drehzahl, wenn man so ein bisschen Gas gibt, ob die Nockenwelle oder irgendwas komische Geräusche macht, da habe ich ein bisschen Gas gegeben. Aber der Säckel im Auto drin war die ganze Zeit am Anlasser noch mit dran. Der Anlasser hat mitgedreht. Dementsprechend haben wir den Anlasser gesprengt. Das heißt, der Junge, der muss jetzt erstmal den Anlasser reparieren. Das macht er auch. Und dann schauen wir uns das Fahrzeug morgen nochmal ein bisschen angeschaut, haben wir es uns. Und dann gehen wir morgen die Verhandlungen rein und eventuell kaufen wir dieses Fahrzeug. Hier schon mal ein Bild vorab. Kommt jetzt. Und wenn ihr da Interesse an sowas habt, das Fahrzeug bieten wir an inklusive TÜV und deutscher Zulassung dann bis vor die Haustüre. Also hier in Texas, wenn du in so einen Schuhladen reingehst, da bekommst du erstmal ein Bier. So ist das. Alter, ich stehe aber schon. Ja, toll. Jetzt stehe ich hier.